Sie sehen geil aus, man muss sie kaum bis gar nicht stylen und alle Frauen lieben sie. Worüber spreche ich heute? Genau, über Locken. Locken sind nach wie vor voll im Trend, da gibt es keinen Zweifel. Immer mehr Männer wollen Locken haben, egal ob Naturlocken oder Dauerwelle. Heute spreche ich über die wichtigsten Vor- und Nachteile von Locken, damit ihr im Anschluss eine gute Entscheidung treffen könnt, ob Locken was für euch sind oder halt eben nicht. Heißt auf jeden Fall das Video von Anfang bis Ende anschauen, und falls dir an dieser Stelle schon jemand einfällt, der vielleicht auch gerade am Grübeln ist, ob er sich vielleicht Locken machen möchte, dann auf jeden Fall auch das Video mit ihm teilen. Starten wir mit den Vorteilen, und zwar mit Vorteil Nummer Uno, das ist der einzigartige Look. Locken haben halt dieses Phänomen und können einem Mann einfach diesen einzigartigen, individuellen Look verleihen, und die können auch das Gesicht einfach so ein bisschen interessanter, ein bisschen charismatischer wirken lassen, und Locken fallen am Ende des Tages auch tatsächlich auf und sehen einfach auch wirklich richtig nice aus. Punkt Nummer 2, Volumen. Locken geben dem Haar einfach Volumen. Und das kann für viele Männer von einem ganz, ganz großen Vorteil sein. Gerade Männer, die sehr feines und sehr dünnes Haar haben, haben halt so die Möglichkeit, ihre Haare einfach etwas voluminöser und etwas fülliger aussehen zu lassen. Auch Männer, die zum Beispiel Probleme haben mit einer hohen Stirn, haben halt mit Locken die Möglichkeit, die Locken so zu stylen, dass die Stirn einfach nicht mehr ganz so hoch ausfällt. Und das gleiche gilt auch für Geheimratsecken. Mit Locken hast du halt die Möglichkeit, die Geheimratsecken perfekt zu kaschieren, und so fällt es kaum bis gar nicht auf, dass man vielleicht Geheimratsecken hat. Und sind wir mal ehrlich, früher oder später sind wir alle ein Stück weit irgendwie von Haarausfall betroffen, und dann können Locken tatsächlich ein riesengroßer Vorteil sein. Punkt Nummer 3, vielfältige Styling-Optionen. Locken bieten dir einfach eine Fülle an Styling-Möglichkeiten. Wenn du zum Beispiel Lust hast auf leichte Wellen, dann kannst du zum Beispiel eher leichte Wellen stylen. Wenn du aber Lust hast auf wirklich richtig definierte Locken, kannst du natürlich auch schön deine Locken richtig schön definieren. Und das Coole ist beim Styling von Locken, dass man eigentlich nur ein einziges Styling-Produkt braucht, und das ist so eine Curl-Cream wie zum Beispiel die Hair Defining Cream. Mit der Hair Defining Cream kannst du nämlich deine Locken richtig schön definieren, kannst deinen Locken die Sprungkraft geben, die sie brauchen, mit so einem leichten Halt, und das Schöne ist noch, dass die Hair Defining Cream gleichzeitig auch noch deine Locken passend pflegt. Die Hair Defining Cream verlinke ich dir selbstverständlich auch wie weitere Lockenpflegeprodukte unten in der Infobox. Schau da gerne vorbei, falls du da was benötigst. Vorteil Nummer 4, der natürliche Charme. Locken, kann man nicht anders sagen, sind einfach attraktiv und charmant. Und dieser ungezwungene und lockere Look kommt einfach bei vielen Menschen einfach sehr, 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 sehr gut an. Und gerade bei den Frauen der Schöpfung, ja, die mögen natürlich auch Locken. Curls for the girls ist nicht nur ein Spruch, sondern ist wirklich so. Die Locken kommen bei den Frauen der Schöpfung wirklich gut an, weil sie einfach so fluffig sind. Man möchte einfach direkt reingreifen, und das lieben die Frauen der Schöpfung. Vorteil Nummer 5, weniger häufiges Waschen. Locken neigen dazu, weniger schnell fettig zu werden als glatte Haare, und das bedeutet im Umkehrschluss, dass Männer mit lockigen Haaren ihre Haare möglicherweise weniger oft waschen müssen, was natürlich auch gleichzeitig bedeutet, dass man Zeit spart und auch die Gesundheit der Haare fördert. Die Medaille hat bekanntlicherweise immer zwei Seiten, jetzt geht's weiter mit den Nachteilen, und zwar ist der erste Nachteil an dieser Stelle ganz klar Frizz und Trockenheit. Was auf der einen Seite ein Vorteil war, ist an dieser Stelle ein Nachteil, denn Locken neigen grundsätzlich dazu, relativ schnell auszutrocknen. Da Locken halt sehr schnell austrocknen, können sie halt sehr schnell frizzy aussehen, und je nach Witterungsverhältnissen und je nachdem, wie man mit seinen Locken umgeht, kann es natürlich sein, dass die Locken natürlich dann sehr schnell auch ungepflegt aussehen und auch natürlich gleichzeitig schwer zu bändigen sind. Nachteil Nummer 2, ganz klar mehr Pflege. Ich habe es gerade angesprochen, Locken neigen dazu auszutrocknen, und dementsprechend müssen wir jetzt an dieser Stelle mit passenden Pflegeprodukten dieser Trockenheit einfach etwas entgegenwirken. Und das fängt natürlich an mit dem Stylingprodukt. Wir brauchen ein Stylingprodukt, das gleichzeitig auch pflegend ist, wie zum Beispiel die Hair Defining Cream. Und es geht dann natürlich weiter mit den Pflegeprodukten. Man braucht zum Beispiel ein passendes Haaröl, ein passendes Shampoo und natürlich auch einen passenden Conditioner, die allesamt passende pflegende Eigenschaften haben und gerade auch ausreichend Feuchtigkeit spenden. Und in gewissen Abständen sollte man dann auch nochmal eine Haarkur verwenden, damit die Locken auch von innen heraus gestärkt werden. Sämtliche Pflegeprodukte für Locken habe ich euch ebenfalls unten in der Infobox verlinkt, und mehr Pflegeprodukte bedeutet gleichzeitig natürlich auch mehr Kosten und natürlich auch einen größeren Pflegeaufwand, heißt, wir müssen an dieser Stelle auch mehr Zeit einkalkulieren. Mehr Zeit müsst ihr nicht nur bei der Pflege investieren, sondern tatsächlich auch beim Styling. Auch wenn man tatsächlich nur ein einziges Stylingprodukt für Locken benötigt, braucht man einfach wesentlich länger zum Stylen von Locken. Denn bis du wirklich diese richtige Lockendefinition erreicht hast und bis die Locken wirklich genauso liegen, wie du sie am Ende des Tages haben möchtest, da vergehen tatsächlich ein paar Minuten mehr als bei glatten Haaren. Das kannst du mir glauben. Next one, Haarbruch. Möchte ich an dieser Stelle nicht unerwähnt lassen, denn
lockiges Haar ist einfach ein Stück weit anfälliger für Haarbruch als anderes Haar. Ist natürlich auch logisch von dem, was ich gerade erzählt habe. Locken neigen dazu auszutrocknen, Locken neigen dazu frizzy zu werden und trockenes Haar ist einfach grundsätzlich ein bisschen anfälliger und kann einfach auch ein Stück weit schneller brechen. Heißt, liebe Männer da draußen, ihr müsst mit euren Locken einfach pfleglich umgehen, einfach ein bisschen vorsichtiger sein und das sollte man an dieser Stelle einfach im Hinterkopf haben. Falls an dieser Stelle jemand einfällt, der gerade am Überlegen ist, ob er sich Locken machen soll, teile lieben gerne dieses Video mit ihm. Ich hoffe, dass ich euch mit diesem Video so ein bisschen bessere Entscheidungsgrundlage geben konnte. Falls ihr euch jetzt am Ende des Tages für Locken entscheidet, was wirklich eine sehr gute Option ist, dann wünsche ich euch ganz viel Spaß mit euren locker flockigen Locken. Haut rein, macht's gut, bis zum nächsten Mal.